Onur hat geschafft, ich schwör. Er vertickt. Und jetzt, er kriegt auch noch Hartz IV. Was ist denn los bei ihm? Wenn du nicht zu dumm wärst, dieses Antrag auszufüllen, du könntest auch Hartz IV bekommen. Was ist los? Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu Get to News. 10 vor 8 am Samstag, immer 10 Minuten aktueller als die ganzen anderen Hurensöhne. Schön. Jetzt ihr erfährt wieder den wichtigsten von Woche. In Berlin, es wurden 400 Kabels von Kabel Deutschland einfach durchgeschnitten, nicht schön. Dadurch gab es in vielen Wohnungen mehrere Stunden große Technikirritierung. In Charlottenburg, man kam plötzlich nicht mehr in Online-Shop von Ikea rein. In Spandau, es liefen auf ProSieben genau gleiche Sendungen wie auf Arte, nur mit anderen Texten. Und in Tempelhof, elektrische Zahnbürsten, sie haben plötzlich falsche Bewegungen in den Mund gemacht. Einige sind sogar explodiert, nicht schön. Zu diesen Situationen jetzt live zugeschaltet unser Get-to-News-Experte, ich schwör. Hier ist Raffaello van der Vaart. Raffaello, was sagst du zu dem Vorfall in Berlin? Ja, das ist natürlich auch eine riesige Frechheit. Und ja, ich würde sagen, als Bestrafung. Diese Leute, sie müssen bei Kabel Deutschland eine Ausbildung beginnen. Oh Mann, Ogin, der war gut. Raffaello, du musst schlucken, ich hör. Raffaello? Wir wünschen gute Besserung, ich hör. Mehrere Schriftsteller, sie haben großes Protestbrief an Amazon geschickt, ich hör. Amazon, sie schreiben bei immer mehr Büchern ihren eigenen Meinung dazu, bevor sie die Bücher an die Leute verschicken. Beispiel bei dem Buch Ronjas Räubertochter, es steht bei jeder Seite ganz unten mit rotes Edding, unrealistische Geschichte. Bei dem Buch Der Firma von Alan Shearer, Amazon hat sogar letzten 20 Seiten rausgerissen und hingeschrieben, der Ende ist falsch. Diese Woche, es war Weltlinkshändlertag, ich schwör. Angela Merkel, sie hat ein sehr emotionales Rede vor Berliner Tor gehalten. Sie meinte wörtlich, wir müssen weiter ein Zeichen setzen. Auf der Welt, es werden immer noch Linkshändler diskriminiert und gefoltert. Beispiel in Rumänien, Linkshändler, sie dürfen nicht studieren. Und in Thailand, Linkshändler, sie müssen bei Öffentlichkeit Suppe mit rechts essen. Dann Merkel, sie meinte, als Zeichen für Besserung, ich popel jetzt 10 Sekunden lang nur mit links. Zu diesen Situationen jetzt live zugeschaltet, der Chef von Linkshändlerverband Deutschland. Hier ist Thomas, Tommy Linke. Was geht ab, Digga? Alles klar bei dir? Danke. Ja, mir geht's so gut wie lange nicht mehr tatsächlich. Ich habe sehr darunter gelitten, Linkshänder zu sein. Ich wurde belächelt, ich wurde ausgegrenzt. Ja, und heute kann ich das erste Mal mit Stolz sagen, ich bin Linkshänder. Ja, das ist doch Bombe, Digga, ich hör. Du, darf ich hier ganz kurz ein Zeichen setzen? Na klar, wir leben in einer freien Erde. Super. Oh, das ist Freiheit. Und das in der Öffentlichkeit? Genial. Ja, das sieht doch gut aus, Digga. Digga, hör auf damit! Oh, ist das angenehm. Herrlich. Verpiss dich, Digga, ich schwör! Ich lass mich nicht mehr diskriminieren. Und jetzt, wir kommen zu den Kurznachrichten mit meiner Kollegin Gangster-Styler Princess, ich schwör. In Türkei, Erdogan hat Wahl zu Präsident gewonnen, was ist los? Warum denn nur 52%? Wenn du über 90% gehabt hättest, du würdest richtiger Baba sein. So, ich hab keinen Respekt mehr vor dir. Mein nächstes Mal, ich will Fatih Terim, was ist los? Liliana Matthäus, sie ist in New York nicht wegen Diebstahl verurteilt worden, was ist los? Warum heißt du denn noch Matthäus? Lothar, er weint doch jeden Abend, dass so ein Teufelsdrache wie du diesen Namen hat. Nenn dich einfach Matthias und entschuldige dich endlich bei Lothar, was ist los? Michael Wendler, er meinte, er hat Angst, dass die Leute im Big Brother Haus ihm geistig nicht das Wasser halten können, was ist los? Ganz ehrlich, wenn ich du wärst, ich würde als Entschuldigung für deine Dummheit erstmal den anderen Mitbewohnern ein Glas Wasser halten, was ist los?
Stefan im Ross, er ist zusammengebrochen, nachdem er scharfes Currywurst gegessen hat. Was ist los? Ja, das ist doch typisch für dich, Stefan. Du bist einfach zu gierig. Du hast doch bestimmt schon davor ganzen Spanferkel und Schweinebacke gegessen, Stefan. Du musst endlich lernen, wann Schluss ist mit Naschen. Was ist los? Morgan Freeman ermahnte seine Arbeit, sie hält ihn jung. Was ist los? Oh, Morgan, du siehst so aus wie 34. Scheiß mal auf George Clooney. Ganz ehrlich, du bist der einzigste alte Mann bei ganzes Welt, mit dem ich sofort bumsen würde. Was ist los? Das waren kurze Nachrichten und jetzt gibt's wieder Neues von Sport, ich schwör. Bei Bundesliga, es wird in Zukunft der Freistoß-Spray von WM benutzt, ich schwör. Der Spray wird aber nicht direkt bei Beginn von Bundesliga herbeigeführt. Der Chef von Bundesliga, Reinhold Beckmann, er meinte wörtlich, in Brasilien, es haben sich 2 Wochen nach WM in allen Stadions die Rasens weggelöst. Ja, es ist wahr, Rasierschaum, er frisst Rasen einfach weg. Deswegen für Bundesliga, es wird gerade ein ganz spezieller, herzhafter Mandelmus von einem Druiden gebraut, ich schwör. Das dauert aber seine Zeit. Und jetzt, wir kommen zu dem Wetter mit unser Spätsommertraum. Hier ist Norbert Hückeswagen, was geht ab, Digga? Ach, mein lieber Sommer, willst du denn schon fort? Wir würden dich vermissen, bleib doch noch an Bord. Ja, meine Freunde, ihr seht, die Hauptsaison zum Jagen ist bald vorbei. Das heißt, jetzt nochmal Sonnenbrille auf, 2 Boxershorts an und rumbaggern, bis das Ei explodiert. Vielen Dank, Norbert Hückeswagen, und die nächsten Ghetto-News. Ihr erfährt wieder nächstes Samstag, ich schwör. 10 vor 8, immer 10 Minuten aktueller als die ganzen anderen Hurensöhne, ich schwör. Haut rein, Leute, hatte. Was zu dumm für ausfüllen, mein Stift, der war doch kaputt. Weißt du noch nicht mal, wie ein Stift von innen aussieht, weißt du?